So, Freunde, ja, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Fatal Shadows. Und genau, wir sehen hier gerade einen bisschen anderen Screen, und zwar, ja, ich habe es jetzt mal auf die Missionsauswahl zurückgelegt, und ja, es könnte auch eine gute Alternative sein. So, auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal ja mit der Rin diese beiden Bossgegner platt gemacht. Rin und der andere Typ. Ach, Futaba und den anderen Typen, genau. Und ja, dann haben wir jetzt als nächstes Kapitel 11. Der Tanz der Schwerter, okay. Da bin ich mal gespannt. Oh Mann. Leute, was ist mit dem Rechner? Her eyes are steel and unmoving. She will not lose. The devils of the Koroya dream of what they would do to her. The possibilities are endless. Another woman, alone, arrives at Iwatsu. A complete stranger, her fate intertwined with the Benya. She draws her blades, determined to put an end to things. Her name is Ayame, and she longs to return home. Ah ja, Freunde, der Tanz der Schwerter, okay. Und diese Koroyas, die wir da immer hören, das sind, glaube ich, die Bösen hier. Sagen wir es mal so. Gut, Freunde. Wir sind hier wieder mit Ayame unterwegs. Dann nehme ich mir einfach mal jetzt hier ein paar Items mit. Leave behind to lure girls. Was heißt denn Lure? Sagt mal. Ich weiß nicht, was Lure heißt. Ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken, wie die Gegner darauf reagieren. Ja, Freunde, wie gesagt, also diese Koroya sind ja die Bösen, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die Mission. Der Tanz der Schwerter. So, wir sollen die Koroya, die wartet, töten. Zum Spielhaus gehen, okay. Spielhaus, Und wir sollen schnell sein. Okay, Freunde, das ist interessant. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir hier ein Dorflevel oder was? Das wäre mal richtig mega, Freunde. Ein Dorflevel wäre richtig nice. So, Freunde, da hinten sehe ich direkt einen. Allerdings muss ich mich ja hier anschleichen. Ich kann jetzt nicht direkt da hinten hinlaufen, sondern muss mich anschleichen. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Das sieht geil aus, schau mal. Oh Mann. Gut, Leute. Ich beobachte mal den Typen da hinten. Oh. Was? Da links ist auch einer. Okay, krass, Leute. Da links ist auch einer. Oh Mann, krass. So, da oben ist einer. Da ist einer. Boah, Gott. So, der da oben, der macht irgendwie nichts, ne? Der kommt nicht näher oder so. Die laufen hier rum, okay. So. Alles klar, dann probiere ich dieses Item gleich mal aus. Was heißt Tulur? Ich weiß es gerade nicht. Es ist auf jeden Fall ein Item dafür. So. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt erstmal ganz kurz einen kleinen Schnitt machen, weil ich muss mal gucken, warum das hier so laggt. Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. es war tatsächlich Avira. Den Prozess. So. Der Gegner, der läuft da hinten rum. Okay. Der geht weg. Okay, also... Lass mich raten, der dreht sich jetzt um oder was? Nein, sehr gut, okay. Ha, den ersten haben wir schon mal, Freunde. Zack. Crossblades. So, was ist das jetzt hier? Oh, vier Stück. Vier Schriftrollen, Freunde. Geile Sache. Geile Sache. Wir haben vier Schriftrollen von dem Typen gekriegt. Das ist doch mal mega. So, was ist das hier? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Dieses Item.
Der kommt da. Okay. Vielleicht lockt das Gegner an. Ich muss mal gucken. Ansonsten müsst ihr mir das mal erklären, was das ist, Freunde. Ich weiß es nicht gerade. Oh Mann, das ruckelt irgendwie immer noch, aber nicht mehr so krass. Ja! Das zieht Gegner an, oder was? Das zieht Gegner an? Ah, was macht der denn? Der dreht sich. Okay, was macht der denn da? Kann der mich sehen? Der kann mich wahrscheinlich sehen, ne? Oder was? Was ist mit dem? Was ist mit dem jetzt? Der dreht sich. Ah, verdammt nochmal. Ich hatte gedacht, dass der sich jetzt im Kreis dreht und ich den töten kann, aber... Dann mach halt so und mach den weg. Mach den schnell weg. Meine Entdeckzeit zählt ja auch mit rein hier. Verdammt nochmal. Mach den schneller weg. Mach den schneller kaputt hier. So. Verdammt. Egal, wenn es nur einer ist. Meine Güte. So. Das Item, das verwirrt anscheinend die Gegner. Okay. Sehr interessant, aber es wäre gut zu wissen. Mensch, die Lecks sind immer noch da. Die Lecks des Todes hier. Aber es wäre interessant zu wissen. Okay. Es wäre interessant zu wissen, ob die einen dann sehen, wenn die sich drehen. Das sah gerade geil aus, ja. Aber ich glaube, dieses Item werde ich mal öfter mal benutzen. Und ja, warte ich jetzt einfach mal ab, bis die sich hier wieder beruhigen. So, auf jeden Fall ist hier rechts. Nein, auch nicht. So, wo ist denn hier der Gegner hier? Kann ich da drauf? Nein. Also, da hinten, okay. Da hinten ist einer. Sehen die mich hier? Da links ist auch einer, Freunde. Da ist auch einer, okay. So. Gut. Wo ist der andere? Die sehen mich nicht. Das ist sehr gut, Freunde. Die sehen mich nicht. Aus der Situation müssen wir jetzt Kapital schlagen. So, der andere ist weg, ne? Aber der andere ist noch zu nah dran. Der ist noch zu nah an dem anderen. So. Und... Ja, sehr schön. Den haben wir, Freunde. Den haben wir. So, nimm dir... Inventar voll. Oh, Mann. Lecks, Alter. Lecks, alter Schwede. Die Lecks hier. Die Lecks hier. Ah, da ist wieder so ein Dings da. Wo sind die Schriftrollen? Ich weiß nicht, wo die Schriftrollen sind. Nein! Wer habe ich denn hier jetzt entdeckt? Hä? Irgendeiner hier hinter mir? Wer habe ich denn hier jetzt entdeckt? Komisch. So. Ach, da hinten. Okay. Der da. Der hat mich entdeckt, oder was? Ach, da ist noch einer. Boah, krass, hier sind drei. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Drei Gegner. Okay, das ist der. Okay. Mhm. Okay, sieht er mich hier? Ich glaube nicht. Nee, okay, alles klar. Gut. Dann kümmere ich mich jetzt um den gleich. Nein, ich bin wieder zu früh runtergegangen, Mann. Das ist doch immer so dumm, ey. Das ist doch immer so blöd von mir, wirklich. Jetzt hat der andere mich hier auch noch entdeckt. Dann kill die schneller, verdammt. Verdammt nochmal, Ayame. Dann kill die schneller, komm. Kill den, Mann. Ich darf nicht so lange entdeckt sein hier. Verdammt nochmal. Wo der andere jetzt herkam, weiß ich auch nicht, ne? Die haben natürlich keine Schriftrollen. Ey, Mann, das ist so... Wie kann man denn hier jetzt die Leichen wegtragen? Ich verstehe es gerade nicht. So, probier das mal. Nee, ich muss irgendwie die Leiche doch wegtragen können, oder? Nee, irgendwie gerade nicht. Okay, schade. Nee, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde... Gucke ich nochmal, was jetzt hier so Sache ist. Hier rechts geht es noch weiter. Okay, was ist denn hier rechts noch? Ah, hier ist auf jeden Fall ein Item, Freunde.
Sehr, sehr cool. Ja. Gut, meine Statistik ist jetzt wahrscheinlich wieder für den Arsch, ne? Und damit also auch die Items. Und ja. Was haben wir denn hier, Freunde? Oh! Wow, hier ist Wasser. Cool sieht das aus. Ich glaube, wenn ich da reingehe, bin ich tot, wa? So, dann gehen wir hier hoch, bitte. So, und würde ich mal sagen. Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. So. Oh, was ist das denn? Alter. Was macht der denn? Das sind zwei Leute. Moment. Oh, kann ich da vielleicht... Und... Ah, nur einen. Okay, schade. Ich dachte, ich konnte den Doppelkill machen hier. Okay, dann... Verdammt nochmal, ey. Ja, jetzt ist die andere auch noch da. Verdammt nochmal. Ah. Den einen habe ich aber. Ach, Leute, jetzt habe ich wieder zwei Stück entdeckt und... verdammt nochmal, ey. Das ist aber auch schwer hier. Das ist aber auch schwer. Wieder ein Hitpoint, ne? Ja, danke. Leute, ich darf nicht so lange entdeckt sein. Das macht doch keinen Spaß, Leute. Was soll das? Was ist das? Oh, ey. Mann, 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 ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist der Nächste. Verdammt nochmal. Dann muss ich halt hier so kämpfen. Dann tut's mir leid, Leute. Dann braucht ihr hier wirklich... Geh trinken. Trink was, komm. Trink schneller. So. Mann, ey. Dann braucht ihr hier echt keinen Großmeister von mir zu erwarten, Leute. Dann tut's mir leid. Wenn die Statistik jetzt immer auf Rot ist, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Dann kann ich da leider nichts für, Leute. Ja, das war's wieder. Ich krieg halt auch keine Spezial-Items oder so, ne? Wegen den Statistiken, die jetzt natürlich hier laufenweise, ja, in die Hose gehen. So, da unten ist der Nächste. Kann ich den bitte mal wieder Stealth killen? Wäre das möglich? Wäre das möglich, Freunde? Mann, das ist doch mega ärgerlich immer. So, der ist sich umgedreht. Gut. Und weg damit. Mann, ey. So, den haben wir zumindest mal. Twisting Fangs. So. Der hat wie viele Boah, der hat einiges an Schriftrollen. Vier Stück. Geil. Vier Schriftrollen, Freunde. Okay, da habe ich dieses Level eigentlich auch wieder verschissen, auf Deutsch gesagt, ne? Weil ich hier immer von irgendeinem entdeckt werde. Ah, da ist der Nächste. Okay. Ja, gut. So, der sieht mich hier aber nicht. Nein, nein, der sieht mich hier nicht, hier oben. Okay, gut. Der geht hier runter. Moment, ich habe eine Idee. Und weg mit dem erstmal. Ich habe eine Idee. Mit dem Item werde ich dann... Ah, ich glaube, das Item kann ich nutzen, um die Gegner auch anzulocken. So ähnlich wie den Giftreißer. So, das war glaube ich, ähnlich, ja. So, Leute. Zwei Stealth Kills wieder hingekriegt. Aber das Level ist schon fast vorbei. Ja, toll, das Level ist vorbei. Shit. Shit. Was ist da unten? Da liegt eine Granate, geil. Die nehme ich. Die nehme ich sehr gerne. Dann nimm halt die Pfeile und nutz die. Die brauche ich nicht. Die machen keinen Schaden, Leute. Granate macht da schon eher Schaden. So, nimm die Granate. Ach, verdammt. So, egal, Freunde. Es macht trotzdem Spaß noch. Auch wenn ich irgendwie gesagt habe, dass es keinen Spaß macht.
So, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob wir hier links oder rechts reingehen? Gehst du noch weiter mit dem Level oder was? Ah, es geht noch weiter ein bisschen, okay. Ja, dann. Ah, da kommt irgendeiner. Da kommt irgendeiner, kommt der auf mich. Na, das ist eine Frau, okay. Das ist eine Frau. Wenn die jetzt hinkommt. Nein, Leute, nein. Was soll ich denn machen hier? Oh Gott, die kommt hier hin. Da hinten ist sie. Oh Gott. Oh, was sollte ich denn machen jetzt hier? Was soll ich denn jetzt hier machen, Leute? Wirklich. Wie soll ich das denn jetzt auch... Wie soll ich mich da denn verstecken? Geh mal hier rein, mal gucken. So. Wisst ihr was, Leute? Ich probiere das jetzt mal. Was? Wer hat mich denn jetzt da entdeckt? Hä? Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Ach, da ist eine Unschuldige. Da kommt irgendjemand. So. Da ist noch eine Unschuldige. Ach, Freunde, das ist doch doof. So, irgendwer kommt. Leute, ich habe Angst. Das Item ist weggegangen. Nein, eine Unschuldige. Ah, verdammt, ey. Ach, das ist doch verdammt. Meine Güte. Wie schwer kann das denn sein hier? Geh halt wieder hier rein. So. Verdammt nochmal, Leute. So, die Frau ist weg, oder was? Warum ist sie jetzt weg? Schaut mal da. So, da hinten ist auf jeden Fall die andere Seite und die Frau. Nein, hier ist niemand. Geh bloß weg. So, hier kann ich mich verstecken. Das ist schon mal ganz gut, Leute. Hier kann ich mich schon mal verstecken. Da hinten ist die Frau. Okay, gut. Leute, verdammt. Das ist schwer, Freunde. Das Spiel hier ist richtig schwer. Da kommt jetzt wieder irgendwer angeschlappt. Einfach mal schauen, wer da kommt. Irgendwer kommt da auf jeden Fall angeschlappt. Und natürlich... Oh! Boah, das war gut, Freunde. Natürlich ist da die Frau angekommen, ne? So, das sind drei Schriftrollen, ja. So, da hinten ist ja noch eine Unschuldige dann, ne? Wenn das logisch aufgebaut ist, ist da hinten die Unschuldige. Ich denke mal schon, dass das logisch aufgebaut ist hier, weil... Ja, ja, ich hab's gesehen. Boah, das sieht richtig cool aus hier, schaut mal. So ein schöner Dojo hier, richtig cool. So, gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die Treppen hoch. Da ist ein Heiltrank, schon mal gut. Und da würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Dojo hier rein. Alles klar. Cool, Cutscene, Freunde. Ah, das ist... Hm. You're pretty smug for someone so old. But don't worry, that's not gonna last much longer. It doesn't matter how old they are. Ain't nothing like the face of a woman suffering. That's quite enough, freak. Huh? Yeah. This is more like it. I get two pretty things to play with. So, los geht's, Freunde. Bosskampf. Keep laughing, little man. No, no, let's not be rude to our superiors. Let's
get this over with before you make me throw up. Ayame, ey, die bringt immer so krasse Sprüche. Nein! Oh, verdammt mich, ey. Warum hat der denn den Erstschlag gehabt? So, jetzt kriegst du aber mal einen aufs Maul hier. So, weiter geht's. Moment mal. Granate, zack. Richtig gut, so, und zack. So, und hier. Und zack, 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 zack. Und weiter geht's, Ayame. Immer schön drauf da. Und zack. Ah, schade. Okay, also und... Nein! Okay, ich brauch... Oh, der ist schneller als ich, ey. Verdammt nochmal. Und das ist laggy, Freunde. Das ist laggy. Oh. So, dann... Keine Ahnung, was der da macht. Auf jeden Fall... Brauche ich jetzt erstmal hier... So, oder? Moment. Nein, okay. Ja. Okay, und... Ah, verdammt, schade. Egal, und jetzt müssen wir den Kampf doch eigentlich gewonnen haben, oder? So, komm schon. Was? Was ist das denn, Leute? Der kann uns stunnen, krass. Aber den haben wir platt gemacht noch vorher. Cool. You gonna be all right? Not to be rude, but I'm in a bit of a hurry. Don't worry about me. I've been through worse. Hang in there. Hm. Ich bin wahrscheinlich eh wieder rot, ne? Weil ich da von den ganzen Typen entdeckt wurde, ja. Sieht scheiße aus, ja. Wie viel rot? Und? Oh, oh, 185, Leute. Es oh, ist, ja, das ist, das tut weh. Das tut weh. Habe ich denn... Ich habe aber alle Gegner gekillt, ne? Stealth Kills 6, Normal Kills 5, ja, super. Ich dachte, für die normalen Kills gibt es ein bisschen mehr Punkte. Naja, gut. Freunde, würde ich mal sagen, das bringt hier irgendwie nichts. Also ich komme hier auf keinen grünen Zweig mit den Statistiken, aber ja, was will man da machen? So, aber dafür kriege ich hier was, oder? Ja. Swift Guard. Okay, schauen wir mal. Swift Guard. This technique allows you to parry enemy attacks. It requires speed and accuracy. Ayame has perfected this technique so that it requires very little physical strength to turn away even the strongest attacks. Ah ja, okay, also so quasi so eine Ausweichattacke, okay. Interessant, Freunde, interessant. So, gut, dann würde ich mal sagen, haben wir es dem Endgegner wenigstens gegeben. ja, wie es jetzt da mit der Statistik halt weitergehen soll, ich weiß es nicht. Ist halt immer rot, weil es halt immer rot ist, weil ich halt die Gegner, keine Ahnung, weil die Gegner halt sehr oft dicht beieinander stehen. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall macht es mir noch Spaß. Gut, Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, schneide ich das jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.